Hey und herzlich willkommen beim TechBoss. Heute der Budget-YouTuber Teil Nummer 5. Ja, das ist der letzte Teil, den ihr benötigt, um höchst offizielle Budget-YouTuber zu sein. Yes! Lasst uns also beginnen. Zubehör macht euer Leben einfach einfacher. Ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel eine Taschenlampe, können extrem praktisch sein, wenn ihr Videos macht. Zum Beispiel könnt ihr mit einer Taschenlampe einen dunklen Raum etwas erhellen. Das macht coole Akzente in einem Video. Oder ihr benutzt eine Taschenlampe, um die komplette Szene auszuleuchten. Das sieht dann ungefähr so aus. Außerdem macht eine Taschenlampe Licht, wenn man es braucht. Man kann damit nicht nur Videos ausleuchten und Akzente setzen. Nein, man findet auch das Schlüsselloch, wenn man nachts um 3 Uhr nach Hause kommt. Eine Speicherkarte ist natürlich auch ein sehr nützliches Zubehör, vor allem wenn man digitale Videos aufnimmt. Ich empfehle euch, möglichst gute Speicherkarten zu kaufen mit auch ordentlich Speicherplatz. Ganz wichtig ist auch die Geschwindigkeit, besonders wenn ihr HD oder Full HD oder vielleicht sogar 4K aufnehmen wollt. Sucht also nach einer Karte, die mindestens eine Class 10 Klassifikation hat. Ich habe außerdem noch einen Greenscreen. Das ist nichts weiter als ein riesengroßes grünes Tuch. Damit kann man ziemlich coole Effekte machen, weil man kann sozusagen den Hintergrund austauschen. Man kann sich in eine Szenerie platzieren, in der man noch nie war. Man könnte sagen, es ist der Universalhintergrund für jedes Video. Extrem nützlich, wenn man keinen Bock auf verwackelte, handgehaltene Aufnahmen hat, ist ein Stativ. Selbst wenn man das Stativ nur als Gewicht für die Kamera benutzt und die Kamera inklusive dem Stativ herumträgt, hilft das Stativ, das Video zu stabilisieren. Wer ein bisschen kreativ ist, kann damit auch Kamerafahrten machen oder solche Tilt- und Panning-Aufnahmen. Ersatzakkus sind auch ein ganz großes Thema. Ganz klar, man kann sich die originalen Ersatzakkus für seine Kamera kaufen. Manchmal sind die aber ganz schön teuer, diese Dinger. In meinem Fall würde so ein einzelner Akku ungefähr 120 bis 180 Euro kosten. Im sogenannten Aftermarket, also bei den Drittherstellern, gibt es diese Akkus auch für 20 Euro. Das Problem ist, wenn die Software erkennt, da ist ein falscher Akku drin, kommt eine nette kleine Fehlermeldung auf dem Display, die sagt, mit dem Akku kann ich nicht arbeiten. Und die Kamera schaltet sich ab. Herzlichen Dank. Was tun? Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, 120 Euro für so einen kleinen Akku auszugeben. Glücklicherweise gibt es an meiner Kamera ein Ladekabel, das auf der einen Seite an der Kamera angeschlossen wird und auf der anderen Seite einen USB-Stecker hat. Damit kann man es theoretisch am Laptop oder Computer laden, man kann es an einem Handy-Ladegerät laden oder, so wie ich das mache, an einer Powerbank bzw. an einem Akkupack anstecken. Dadurch habe ich 10.000 mAh für 10 bis 15 Euro. In your face, Panasonic! Ein Kameradolly ist auch noch was ganz Nettes. Das ist im Prinzip ein kleiner Rollschuh für eine Kamera. Damit kann man solche gleitenden Kamerafahrten machen. Das funktioniert am besten bei einem sehr glatten Boden. Natürlich optimalerweise mit Bildstabilisator aktiviert. Alternativ gibt's auch noch den Camera Slider. Das ist eine Schiene, auf der die Kamera fährt. Und hier hat man den Vorteil, dass die Bewegung extrem flüssig ist und halt auch nicht wackelt. Dollys gibt es schon für ca. 20 Euro. Für einen Slider muss man schon Minimum 80 hinlegen. Was man noch in die Tasche stecken kann, ist Klebeband. Klebeband kann man immer brauchen. So, welches Zubehör nutzt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr weitere Anregungen und Fragen habt, sagt mir doch Bescheid. Und wenn ihr von den Dingen, die ich euch gezeigt habe, irgendwas brauchen könnt, schaut doch mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich euch die Links gelassen, die führen euch zu Amazon und dort gibt es die Sachen, die ich euch vorgeschlagen habe. Das war die fünfteilige Serie der Budget-YouTuber. Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid nun offizielle, höchst anerkannte Budget-YouTuber! Yeah! Vielen Dank fürs Zusehen und euer reges Interesse. Für heute allerdings war's das für mich. Schön, dass ihr hier wart. Mein Name ist Stefan, ich bin der TechBoss, aber für heute bin ich raus. Ciao!